Mach Abstimmung bei Insta. Ja, ich kann bei Insta und hier bei Twitch kann ich machen. Und ja, ich werde vermutlich einen Favoriten haben und wenn ihr nicht mit mir übereinstimmt, werde ich trotzdem meinen Favoriten nehmen. Denn so funktioniert Demokratie. Das wie ein Helder über was. Gelenkte Demokratie. Ach du Scheiße, Junge. Jo, danke. She's hiding out near. Woohoo! Okay. Come on. Let's get you cleaned up. Das Ding ist, ich bin noch ein Kind, bin erst 15, das geht noch. Ach so, ja, und sich 15 Zeit nehmen. Dann nur glücklich zu machen, das geht auch. Ja, okay. Ja, nee, nee, ja, ne, wusste ich auch nicht. Also meine Nichten und meine Neffen haben auch Eiersuche gemacht. Wir haben gleich die Hälfte des Games geschafft. Let's go. Ist jetzt gleich der Wechsel mit Abby? Nee, ne? Doch. Oh, kommt jetzt Abby? Doch. Doch, das kann sein, dass es jetzt kommt. Ja, die kommt jetzt rein. Gleich wird sein. Ich habe seinen Namen schon vergessen, getötet. Testo-Frau kommt gleich. Dann spielen wir Abby. Seht ihr, ich sag doch, Jungs. Ja, was für 2026? Wir spielen Last of Us heute doch durch. Nee, tun wir nicht. Sü. Steroiden-Ellie. Erstmal den Hundi, seine schwangere Freundin und den Ex killen. Wir sind noch nicht durch, Jungs. Wir sind noch nicht durch. Nee, Rice, es kommt noch mehr. Ich dachte schon, das wäre zu schnell. April, April. Nordsee. Stimmt, wir haben ja noch Owen und so gar nicht getroffen. Eieiei, scheiße, stimmt. Und dann. Und wieder eine Rückblende. Aber wir kommen gut voran, weil jetzt kommt, glaube ich, dann der letzte Ellie-Abschnitt. Dann machen wir das Ganze nochmal mit Abby und dann spielen wir nochmal Ellie. Ja, wir kommen voran. Guck mal, wir haben noch nicht mal 9 Uhr. Ah nee, scheiße, wir haben schon 9 Uhr. Wir haben gleich schon 9 Uhr. The fuck? Hab jetzt die Dark Souls Trilogie physisch bestellt und es kam in Französisch an. Ich hatte hier, ich habe mal über dieses One Piece Spiel auf der Wii geredet, Unlimited Cruise. Der zweite Unlimited Cruise Teil kam bei mir auch auf Französisch an. Da kriegst du die Mr. Ubisoft Experience, ist doch auch geil. Ja, das wäre natürlich krass gewesen, wäre jetzt der Abby-Wechsel gewesen, ne? Das wäre auch ein bisschen schnell gewesen. Heute nur bis ein. Nein, 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 wir machen bis 22 Uhr. Alles gut. Nur, ich dachte, wir wären noch nicht so weit. Ich bin ja schon fast 2 Stunden am Stream. Das kommt mir legit wie eine Stunde vor bisher. PS4, 5 haben doch gar kein Language. Nein, auch auf der Wii. Die Packung ist halt auf Französisch. Auch auf der Wii konnte ich halt auf Deutsch spielen. Nur die physische Packung. So.
Mein Leben hat keinen Sinn mehr ohne Abby Gameplay. Was denkst du, was bei Last of Us 3 passieren wird? Ich kann es ja. Das, guck mal, und weißt du, und ich muss sagen, das ist halt wirklich das Schöne, finde ich, an Last of Us. Du weißt nicht, was passieren wird. Ich glaube, sie werden mit einem Happy End aufhören. Ich glaube nicht, dass sie es wie hier machen werden und wieder so ein komplett deprimierendes Spiel machen. Aber ich bin sehr gespannt. Hat sich wer denn Red Dead 1 Port für PS4 gekauft? Also ich nicht. Ich habe ihn mir nicht geholt. Anfang Last of Us 3, Ellie stirbt, lebt dann im Himmel mit Abby zusammen in Frieden. Bin sehr gespannt, aber ich glaube, wir werden. Keine Ahnung, wird wahrscheinlich so ein gemeinsamer Feind von Ellie und Abby geben und dann, ne? Wie hier am Ende quasi so. Ich weiß nicht. Hast du ein Red Dead 1 Video gemacht? Ja, ich habe es auf dem Emulator gezockt. Der hackende Hase. Du Fuchs, ja. Ich habe noch nicht mein Future Money dafür ausgegeben. Kann ich mir vorstellen, dass Ellie nicht der Main Character von Last of Us 3 wird. Ja, es wäre dann konsequent. Ich kann das Wort nicht mehr, aber ne? Das wird passen. So wie Joel nicht mehr hier ist, dann Ellie nicht mehr da. Sie würden es weiterführen. Oh, apropos Joel. Hey. Kojima wollte ich sagen. Das wäre dann Kojima. Richtig. Wenn das Denglisch nicht mehr funktioniert. Ah, Bob, Junge. King Ragnar, danke dir für die 4 Monate. Uff, wie sie ihn wegschubst. Soll ich das Game eigentlich lauter machen? Ich glaube, es ist generell gerade richtig leise hier, ne? If you lie to me one more time. I'm gone. You will never see me again. Ja, Metal Gear werde ich erst mit dem Remake von 3 spielen. I'll go back to Jackson. No matter what it is. Wenn ich das Spiel heute nur durchspielst, gebe ich dir ein Abo. Nee. Sorry. Just say it. Mit der Zeitumstellung habe ich das Gefühl, dass die Zeit so schnell vorbeigeht. Ja, ohne Scheiß. Joel. Making a vaccine. So I stopped them. Und wie er sie gestoppt hat. Lüge. Lüge, Lüge, nein. Lüge. Nein, er hat jetzt zum ersten Mal die Wahrheit gesagt. Das ist keine Lüge. Leute! Das ist gerade voll der emotionale Moment. Arme nach Zickzack. Down to me, baby. Geil, Mann, du bist nicht gelogen.
War es gerade eine Ansage oder was? An alle, die das auf YouTube schauen. Es tut mir. Metal, Leute. Es tut mir. Woher weißt du? So, Seattle Tag 3. Leute, wir kommen voran. Hier ist Progress. Hör auf zu quatschen, komm raus! Ja, ich bin doch da. Und dann? Wenn Ellie eine Minute nachdenken würde, würde sie erkennen, wie groß Joels Liebe zu ihr ist. Ja. Ach du Scheiße. Ich ziehe Geld auf wie ein Magnet! Ellie Mies Emo, wär einfach lieber tot. Naja, du musst halt so sehen, ne? Sie wurde ja immer gesagt, dass sie so die Lösung für die Welt ist und so, ne? Und dass dann halt, sag ich mal, ein Typ dann kommt und das dann, sag ich mal, für sie entscheidet, ne? Sie wollte ja dafür sterben oder sie wäre bereit dafür zu sterben, aber er hat ihr ja die Entscheidung abgenommen. Das kann schon frustrierend sein, so, ne? Ich fand deine YouTube-Videos mies, danke dafür, hab schon oft drüber tot gelacht. Nice, da freut mich, danke dir. Stell dir mal vor, so in so alten Nintendo-Video wäre immer bei sowas im Sinne halt so Big Bang Theory nach eingespielt wird, ja. Dina? Jesse? Ellie einfach Märtyrer. Schreibt man, glaube ich, nicht mehr so. Du musst zwischen E und R noch ein H tun. Genau, ja, ganz genauso wie Rice geschrieben hat. Dann ist es richtig. Sie hat dann mehr Türen als andere Leute. So. Dann ist es richtig. Oh, Digga, Rice und ich einfach der gleiche Gedanke, ey. Boah, kennt ihr den Cool Savage-Song Märtyrer? Der ist sick. Nintendo fühlt Last of Us auch richtig. Kennt das Gameplay von Domino empfehlen zu dem Game? Ja? Wie findet er Teil 2? Auf welcher Seite steht er? Oh, hier ist ja später der Kampf, ne? Ellie versus Abby. Er hasst Teil 2. Uff, Digga. Alles klar. Okay, perfekt. Tschüss. So, danke fürs. Wo muss ich denn hin? Da ist eine Tür. Hast du das Spiel auch, by the way? To be honest. Junge. Nee. Ich lieb das Game. Märtyrer. Leute, die Strandhäuser haben. Richtig. Digga, bitte jetzt wieder zurücklaufen. Bruder. Wie kann man so los sein? Was ist das hier? Oh! Hey, look, Joel. Ah, nee. Der sah kurz aus wie Nathan Drake, nur dann ist mir der Ninja hinter ihm aufgefallen. Ey, ich bin wirklich Zorro 2.0. For realsies. Dina? Jesse? Story schon ziemlich gegen den Baum gefahren. Ich find's unterhaltsam. Ich fühle mich irgendwie nackt. Hab, glaube ich, seit einem Monat keinen Sub mehr. Komm. Bananenbrot. Walte deines Amtes. Ananas hat keinen Sub mehr. Geringverdiener. Ernst hat auch keinen. Crumbold, was ist da los? Oh, Dina sieht. Ist tired. Voila, du hast geredet. She had a rough night. Eure Armut kotzt mich an. Das hat sich auch Grieche ohne Geld gedacht. 50 Subs?
Ist Ananas oder Ernst dabei? Ich seh den Namen nicht. Ich glaube nicht, ne? Digga. Digga, was? Digga. Grieche ohne Geld. Und danach haut er direkt noch einen Zap raus. Kuss, Digga. Ananas und ich trotzdem keinen. Ey. Scheiße, Digga. Danke an den, der Abo rausgehauen hat, Ehrenmann, Frau. Junge. Scheiße. Grieche ohne Geld. Einfach der stille Spender. Danke dir. Kuss, Digga. Was sind das? 65 Subs heute? Digga. Ihr seid doch alle wahnsinnig. Ich würde ja gern, aber mein Gehalt kommt erst in 9 Tagen und erst leiht mir extra schon die Kohle für den neuen PS5 Controller XD. Ja, dann ernst. Das, was soll man machen, ne? He's out here because of me. Maybe you could take her back. 10 plus 10 plus 50 gleich 70? Hat er nicht 5, 10 und 50? Aber kann auch sein, dass er 70. Ich stream nicht mal Elden Ring. Es wird einfach fucking Last of Us gestreamt. Let's get down. Er hat 66, ja, guck. This aquarium that girl told you about. Tommy hasn't found Abby yet. We'll post up there until he does. You're good with Naja, Abby kommt später. Wir haben noch ein bisschen was mit Ellie zu tun. Jesse und ich. Okay. Let's go tell her we're leaving then. I'll just meet you up front. Yeah. Aber das war jetzt der letzte Tag, ne? Es waren 3 Tage jeweils bei denen. Muss ich auch warten, bis mein Prime wieder verfügbar ist? Du hast geredet wie ein Löwe, Walla, Lukaso. Lukaso, danke dir für dein Prime. Ja, guck mal da hier, Paperhead hat einfach von Grieche ohne Geld noch einen Sub. Guck, 67 Subs. Dein YouTube-Channel vor ein paar Tagen entdeckt und seitdem suchte ich deine Videos nach einem nach dem anderen. Das freut mich, Digga. Und Scheiß, was geht? Diesmal anklicken, BOV, Ananas und ich bekommen keinen Sub in der Subbombe. Oh. Können wir noch das No von Batman aus Suicide Squad nehmen? Fucking, ja. Ja, das ist natürlich bitter, ne? 66 Subs verschenkt und ihr beide wart nicht dabei. Das ist schon an, Lacko, ey. Kann man eigentlich auch Geld, wenn man Prime abonniert? Ja. Aber ich glaube, 1 Euro oder so bekomme ich. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch nur ein paar Cent. Ich weiß es nicht. Sagen, bei Twitch blicke ich nicht durch so. Es ist 50-50, aber wenn man da so reinguckt, ist es irgendwie nicht 50-50. Es ist ganz weird bei Twitch. Irgendwie gefühlt kriegt man noch weniger als 50% von allem, was einfach nur lächerlich ist, weil man nur von Zuschauern finanziert wird, so bei Twitch. Weißt du, bei YouTube ist zumindest noch so Werbeeinnahmen und so. Bei Twitch einfach, Junge. Bei Twitch guckst du einfach nur auf Endüberweisung oder wie? Ja, ich krieg von Twitch eine Meldung, dass Geld überwiesen wurde. Dann check ich, ob auch überwiesen wurde und das war's. Also ich habe am Anfang habe ich noch in die, ne, in die Analytics und so reingeschaut, aber ach, keine Ahnung. Ich meine, was soll man sonst machen, ne? Kannst ja auf Twitch Werbeeinnahmen haben, aber das ist so wenig, also legit. Das ist pro Stream vielleicht 10 Cent oder so. Oh, er hat einen Timeout bekommen. Warum? Was ist jetzt passiert? Was hat er geschrieben? Ich habe es nicht gesehen. Okay. Hat er doch einen Timeout bekommen? Ne, wirklich, die Werbung auf Twitch ist lächerlich, also wirklich, es ist lächerlich. Vielleicht, wenn du einen riesen Stream hast und so, aber selbst dann ist es im Verhältnis immer noch lächerlich.
Ich mache mit Twitch, keine Ahnung, zwischen 200 oder 300 Euro so. Und davon ist vielleicht 2 Euro Werbeeinnahmen oder so. I don't know, es ist dumm. This aquarium a wolf face? I don't think so. Nora said Abby's hiding out there. Oder lass es 5 Euro sein, aber mehr glaube ich wirklich nicht. Yeah. Joel had falling out with some fireflies. No, former. Paper hat mehr Timeouts als jeder sonst kombiniert hier. Ich glaube, der meiste war Leandro, ne? Aber da auch nur, weil ihr es künstlich mal gemacht habt. Abend bin das erste Mal in deinen Streams und fand deine Videos extrem. Mach weiter so. Danke dir. Freut mich, dass du da bist. Stimmt, Waffel hat auch mal sehr viele. Und Achilles hat in letzter Zeit, ist er so, er und Paperhead sind so, sind gut dabei. Aber bei Waffel ist auch schon lange her. Und Leandro ist, glaube ich, einfach nicht mehr so da, ne? Jetzt bin ich sauer, ich habe einen Sub gekriegt und Ernst direkt kriegst einen Timeout. Ja, waren ja nur 10 Sekunden, ne? Also man muss aber wirklich sagen, Timeouts hier sind eher ein Meme, als dass wirklich jemand mal getimeoutet werden muss. Wer von denen hat nochmal Wahn geschrieben? Ich glaube, das war das irgendein Stammzuschauer oder war das irgendjemand, der mal da war? Wer hat nochmal Wahn geschrieben? Ich weiß es nicht mehr, ich kann es dir nicht mehr sagen, aber das war auch ein Experte. Erinnert ihr euch noch an, wie hieß, Anni Schneider oder so? Das war der, glaube ich, ne? Anni Schneider, das war Wahn, ne? Das war doch Wahn, Bioshock oder, ne, doch Bioshock, ne, Titanfall. Titanfall, ne, das war doch Wahn. Der hatte mir auf YouTube, hat auch einen Kommentar geschrieben und hat gefragt, wie es mit meinem Titanfall-Content vorangeht. Hab ihn auf YouTube jetzt auch geblockt. End of story auf Twitch und YouTube geblockt. Ich werde von dem Bruder gar nichts mehr mitbekommen. Die Frage nach Titanfall hat sich für mich damit offiziell erledigt. Ach, Junge, ey. Er schreibt dir bald auf Insta. Dann wird aber auch der Blog auf Insta kommen. Ach, Junge, schön, ey. Bro, vertausche jetzt die Rollen nicht. Du hast uns Mods Noob genannt. Oh. Ja, nicht die Mods beleidigen. Das ist ehrenlos. Die sind in der Machtposition. What do you mean? I mean, we're going through a lot of their people. Aber Kevin, die wichtige Frage ist, wann Batman? Junge, wann Batman war? Wann Batman auch Legende, ey. Das Ding ist, es wird dieses Jahr auf jeden Fall ein Video zu Arkham Asylum kommen. Auf jeden Fall. Ich meine, ey, ihr könnt auf meinen... ihr könnt mir vertrauen. Ey, ich meine, irgendwann kam ja auch ein Ghost of Tsushima Video, ne? Only a couple days. When we first got here, she fucked up a bunch of wolves. You'd have been impressed. Okay. Don't cross that. Wie lange brauchst du mal so für so ein Video? Ja, ist immer unterschiedlich, je nachdem das Video, wie lang das Video ist, ne? Mal gucken, wie es jetzt bei Alan Wake sein wird. Da bin ich halt noch beim Skript. Ich werde morgen dann so richtig das Skript schreiben. Ich habe jetzt am Wochenende habe ich eigentlich nur für den Zweitkanal geschnitten. Und noch so Kanalmitglieder-Stuff gemacht. Wann Crash Crash Bro? Darauf wartet doch jeder. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass jeder darauf wartet. Aber ja. Alan Wake kommt nicht morgen, ne. Voilà, du hast geredet. Digga.
Er macht halt wirklich. Er macht halt einfach wirklich den Shay. Ich habe gerade einen Megatext geschrieben an TomTom, deswegen habe ich es nicht ganz mitbekommen. Was ist mit Titanfall? Beziehungsweise 2? Ich würde es dir gerne sonst nächsten Monat holen, weil das ist geisteskrank gut. Chromo, du hast mir schon Titanfall 2 geholt. Oder? Doch, hast du. Fuck, immer noch kein Sob. Ich muss mal gucken, aber ich meine, das hast du schon. Das müssen wir noch zocken. So eine reiche Community, ohne Scheiß. Also Grieche ohne Geld, nochmal 25 Subs. Ehre. Ehre. Dankeschön. Habob kann ich dazu nur sagen. Kuss, Digga. Was auch immer. Junge, das ist crazy. Danke dir. Ja, und immer noch kein Sub für Ernst und Ananas, Junge. geil. Für mich auch nicht, Junge, uff, Digga. Danke für den Sub, guck mal, da sind die Leute. Eieiei. Ey, Grieche ohne Geld. Einfach andere Legende, der Bruder. Scheiße. Aber nee, Cromwell, ich glaube, du hast mir doch mal die Kohle dafür gegeben und dann habe ich es bestellt. Ich meine, es ist hier, das habe ich dann bei Rebuy bestellt. Das müssen wir auch noch zocken. Safe. Habe ich nicht vergessen. Es ist nur gerade, ich habe noch so viele Highlights zu cutten, ne? Diese ganzen Spiele. Ne, was haben wir noch? Persona, Final Fantasy, Dragon Ball, was weiß ich nicht alles. Super viel. Resident Evil habe ich noch. Ich muss noch Dragon's Dogma schneiden. Ich habe schon echt viele Videos jetzt. Aber ja. Streamst du zusätzlich noch am Freitag wegen Nintendo Direct? Wenn Nintendo Direct am Freitag ist, werde ich die streamen, ja. Selbst versteht sich. Was wird das denn für eine Direct? War nicht die letzte so ein Partner Showcase oder was war die letzte? 92 Subs, da muss man noch die 100 voll machen, oder nicht? Ja, geil, jetzt versuchen schon Leute aus dem Chat hier. Ach, Junge. Ist normal? Okay, let's go. Und Achilles hat einen Sub bekommen. Let's go. Grieche ohne Geld, Alter. Noch nie so einen falschen Namen gelesen. Der Bruder hat ohne Ende Geld. Ich erinnere mich gerade nur an Fußbucken und Kena, aber wenn dem so ist, gern, ich nehme dir sonst auch gern den Kakarottschnitt ab. Nee, alles gut, alles gut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich muss mal gucken. Quick gönnt uns nicht, obwohl wir so eine gute Arbeit leisten. Aber ich sag mal so, selbst wenn ich es nicht hab. Oder nee, warte mal. Oder? Nee. Doch, ich glaube das. Und Ananas auch noch, Junge. Fucking Ehrenmann. Doch, ich glaube, Crumbled hast du. Und selbst wenn nicht, dann kaufe ich es mir so. Brauchst du nicht geben. Alles gut.